Aber er geht in der Liga mit dem nächsten Spiel auf Mallorca. Jetzt will ich es aber eigentlich durchziehen, die Saison. Jetzt haben wir, glaube ich, Mallorca, Villarreal und noch, wen haben wir denn als letzten Gegner? Mallorca, Villarreal und Atletico. Okay. Und dann haben wir noch Paris. Gut. Auf geht's nach Malle. Malle ist nur einmal im Jahr, wa? So, deswegen mal ein bisschen rotieren. Jetzt hör ich erstmal für Olmo rein. Rest brauchen wir nicht ändern. Auf geht's. Ja, ich weiß nicht, wie weit Paris in der Atletico ist. Ich will gerne zumindest noch die. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Na dann, Am auf Mikrofon sind geht's. heute wieder mal Rolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Ja, für uns geht es um nichts mehr. Mallorca eigentlich auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Mallorca dürfte auch weit, weit weg sein. Aber ihr kennt meinen Ehrgeiz, ihr wisst, was Sache ist. Jetzt kommt die Flanke. Und jetzt Elfmeter. haben Sie die große Chance zur Führung aus Es ist kein 11 Metern. Handspiel. Das könnte Es eine ist ein entscheidende Foul. Szene dieses Spiels gewesen sein. Er gibt den Elfer, aber keine Es, Karte. ja, ist die richtige Das sieht Entscheidung. man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Jetzt können Sie das 1:0 machen. Der Klatsch Pass. 1-0. Jo, passt. 7 Minuten gespielt, 0-1. Williams, der Elfmeter war klar. Es ist jetzt mittlerweile so ein 43. Sie sind jetzt also in Führung. Champions League Finale wird er 2 bis 3 Mal treffen in Paris. Aber das ist jetzt auch erstmal noch ein Stück weit weg. Ja, schade. Ich wollte gerade passen. Ich wollte gerade den Steilpass legen. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Ah, das war dann zu hart und der Ball ist Belia. weg. Williams. 2-0. Sie ziehen davon unaufhaltsam gleich der nächste Treffer. Und damit sind Sie nun mit Iñaki. Ja, da wären wahrscheinlich ein Angebot jenseits der 150 Millionen oder mehr gewesen. Ich habe mal auf Block, also von denen würden keine Angebote kommen. Der bleibt auch da vorne drin. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Die Abwehr chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Ich bin eigentlich ehrlich gesagt froh, dass ich das Thema Real Madrid diese Saison weg habe. Die haben ja jetzt schon, gut, den Pokal haben wir im ersten Jahr gewonnen, aber damit ist es jetzt erstmal Anführungszeichen nicht so schlimm, aber trotzdem ärgerlich. Ich hätte ihn gern geholt. Aber mir fehlt doch der Champions League-Titel. Zumindest auf der PS5. Auf der PS4 habe ich ihn geholt. Und tatsächlich gegen denselben Gegner damals. Wer meine Bayreuth-Karriere am Ende verfolgt hat, ich habe das Champions League-Finale mit Bayreuth auf 4 Jahren gewonnen mit 3 zu 2 gegen den Paris Saint-Germain. Und das möchte ich jetzt im Poker, möchte ich jetzt mit Bilbao auch schaffen. Haarflug. Kein Abseits, oder? 0-3. 24. Minute. Seine Form. Der trifft nach Belieben. Tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Der Klatsch aus Ding hinten in den langen, ins lange Und Eck. mit dem 3:0 sorgen Sie hier Da 7 Minuten in der Mitte versenkt. 14 Minuten das 0-2. Jetzt nach 25 knapp das 3-0. Wir hatten schon im letzten Spiel 6 Stück gemacht gegen Den Levante. Ball abgefangen.
Es gibt ein Tor im Metropolitano. Ich gebe kurz ab an Stuttgart. Ah, schade, der war zum Schluss. Das erste Tor für Atletico Madrid. Schütze des Tors ist Saul. Das war ein wunderbarer Kopfball, ganz stark gemacht. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 27 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Die Ecke kommt. Den Ball abgewehrt. Und so schöner, es wäre zumindest mal ein schönes 2:0. Wäre mal wieder geil. Williams. Schön durchgesetzt. Muniain. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Schade, ich krieg diesmal nicht durchgezogen. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Die Fans ahnen, das ist vielleicht die Chance. Harter Schuss, aber vielleicht hat da doch ein wenig die Präzision gefehlt. Bei dir, Keeper. Vielleicht wäre es der Schlenzer gewesen. Sanchez. Williams. Williams, die Flanke auf den Langpfosten. Machen Sie konsequent da hinten. So, wir gehen kurz ins Studio. Im Stadio Santiago Bernabeu hat sich was getan. Real. Ja, wir haben hier das erste Tor für Real Madrid. Der Torschütze war Kari. Chance für Muniain. Elfmeter. So, gelb für die Nummer 6. Der hat eben schon den ersten Elfer verursacht. Und es ist wieder ein Foul. Und hätte der für die erste Situation schon die gelbe Karte gesehen, war er jetzt mit Gelb-Rot vom Platz. Der 0-4. 45. Minute, 0-4, wieder mal Williams mit dem Viererpack. Wie gesagt, der hat jetzt 10 aus den letzten 2 Spielen gemacht. Den United hat, glaube ich, auch ein Spiel 3-1. Also der ballert momentan alles auseinander. Egal, wie er da gerade so kommt. Bin auf halt, wie gesagt, die kleine Schwächeperiode, die wir da hatten. Geht das hier anders aus? Sehen wir hier in der Wiederholung. Am Ende, wenn der Keeper springt, dann ist es gut. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. So, Pause. Ja, Pause. In dieser Partie, nach Durchgang 1, liegen die Gäste vorne. Sie liegen hier klar vorne zur Pause und ich glaube, wenn Sie in Durchgang 2... Ja, 4-0 der Zwischenstand. Die Spiele braucht man gar nicht drauf achten, es ist aber eh wurscht. Die zweite Hälfte läuft und Sie gehen mit einer beruhigenden Führung in die zweiten 45 Minuten. Schön vorbeigekommen. So, man müsste die Nummer 6 ein bisschen provozieren. Der hat nämlich... Da könnte er sich verletzt haben in dieser Szene. Oh, bitte nicht. Das wäre jetzt, deswegen muss ich Muniain jetzt am Platz nehmen. Oh, bitte nichts. Bitte nichts Schlimmes. Das wäre natürlich jetzt, das wäre jetzt nochmal... Oh nein. Ich befürchte, das war eine Saison aus. Ja, ich befürchte, das ist das Saison aus. Das wird ein paar Wochen, ein paar Monate dauern. Meiner Meinung nach schon wieder auch ein Foul, ne? So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Kann man aber auch mal den nächsten Elfer geben. Scheiße, Mann. Das nervt mich gerade schon wieder. Na gut, ich habe Alternativen. Ich werde wahrscheinlich Marino auf die Außen setzen. Schönes Dribbling hier. Williams. Jetzt vielleicht. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Mit vollem Einsatz macht er das. Und Vincedor auf die 6. Sie sind dran, sie sind da, sie machen zu und so kann er. Williams würde noch, Muniain, der Kapitän, der wird natürlich, das fehlt natürlich. Der wird, ich hoffe, dass es vielleicht nur ein bisschen war, eine leichte Blessur ist, dass er nichts weiter Dramatisches hat, dass er vielleicht gegen Paris spielen kann.
Athletic Bilbao hat in diesem Spiel bislang wirklich eine Überzeugung. Ah, aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Wir gehen kurz rüber ins Studio, denn auf einem anderen Platz hat es Elfmeter gegeben. Getafe hat einen Elfmeter bekommen, aber sie konnten diese Chancen nicht nutzen. Der Torwart ahnt die Ecke und dann kann er diesen Ball auch halten. Es steht also weiterhin 1:0. Gespielt sind 59 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht... Hasun mit der guten Chance. Knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Guter Pass. Da könnte was entstehen. Da ist er zur Stelle. Wo mal der Keeper da gerade ein bisschen rumgeistert? Couvre. Grenier. Pablo Maffeo. Erstmal hier der Ballverlust. Oh, der ist weg erstmal. Gonzalez. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Bringt den Ball flach rein. Abgeblockt. Die Balleroberung. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Gorosa Bell, der Rechtsverteidiger. Stark verteidigt. Na komm, geht der raus? Nee. Da wäre Platz für einen Konter. Und jetzt ist schon wieder so ein blödes Gegentor. Und der Gegner wird wieder gerade übelst stark. Er holt sich diesen Ball. Sag ja, der springt dann wieder zum Gegner oder so. Leco mio, ey. Ich sag ja genau das, was ich meine. Der Gegner wird dann übelst stark, fängt dann an, hier irgendwelche rumzutricksen und kriegt dann so einen scheiß Handelfmeter oder was. Ich darf nicht. Ich darf halt nicht. FIFA lässt mich nicht zu 0 gewinnen. 1-4. Ja, da sehen wir es schön verladen und dann sieht das so mühelos aus. Aus 50 Kilometern Entfernung schießen sie, der Ballspieler an die Hand, der fällt das klar. Und dann ist es halt passiert. 4-1 jetzt also. Und er geht an ihm vorbei. Gute Aktion. Der Ball ist 1-5. Noch deutlicher. 4 Tore Führung. Also das Ding ist durch. Ja, aber es ist halt wieder. Naja, egal, passiert halt. Wir holen uns wieder die nächsten 3 Punkte. Pablo Maffeo. Zug nach innen. Da zieht er ab. Gut gehalten, gute Aktion. Keeper. Denn da lag das Tor in der Luft. Hat ja heute schon einen Treffer. Konnte sich schon einmal durchsetzen. Hier aber nicht. Da ist die Chance. Der Ball ist weg. Im Metropolitano hat sich was getan, nämlich ein Tor. Im Studio gibt es jetzt die Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für SD Eibar. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind 85 Minuten. Vielen Dank für das Update. Also 3-1 Atletico. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Da fehlen 10 Meter. So, wir können jetzt noch ein bisschen rotieren, durchwechseln. Ja, was mich halt wieder schon wieder nervt, sind halt, wie gesagt, diese Verletzung. Die tut schon wieder weh. Das hoffe ich, wie gesagt, dass das nicht dumm, lange ausgeht, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich die Saison aus für Kapitän, für Muniain. Spielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Schöner Pass da. Wahnsinn, er hält ihn. Ende aus, vorbei. 5-1 der Sieg. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Viererpack Williams. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Am Ende können sie sich hier den Sieg holen und einer der Hauptgründe, ja, das war diese Leistung. Über
In der ersten Halbzeit hat er die Tore gemacht. Zweite Halbzeit Mallorca wieder ein bisschen reingekämpft, aber wie gesagt, verloren haben sie es trotzdem. So, nächster Gegner. Was habe ich gesagt? Villarreal ist dann dran, ne? So, ich habe jetzt, wie gesagt, die Nachricht. Spieler verletzt, 2 Monate. Ja, ich glaube, das war's. Es ist Mai, ja, der fällt bis Juli aus, zumindest ist das Thema gegessen. Damit muss ich leider durchrotieren. Wie gesagt, ich habe es angekündigt, das heißt, Merino rutscht jetzt raus auf die linke Seite. Und für Kapitän Muniain wird es mit Vencedor definitiv einen geben, der auf die Position rutschen kann. Majoral fällt ja auch noch lange aus. Ja, BT. Ich habe keine Alternativen wirklich. So. Kapitän zu Belgia. Ja. Rollen. Williams. Ganz klar. Jackie Williams hat es verdient jetzt irgendwo. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns wieder morgen mit dem nächsten Spiel bei Villarreal. Oder gegen Villarreal.